Der Fahrersitz, the driver's seat. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Berkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earle, chief detective and advice. Are they all dressed like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, that's sir. That's an order, Phelps. Ooh. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only two serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside now. I'm gonna start you out with one case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousing vagrants and running license plates. Now get down to the P.E. Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle, signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. That bum took a swipe at me. I put him down with my sap. Ja, und wir können sie noch mal umschauen, denn da hinten in der Ecke. Wie gesagt, hier vorne hockt zuerst mal Roy Earl, den wir im ersten Fall kennengelernt haben. Und hinten in der Ecke hockt sein Partner. You're wasting time. Get out of here. Ja, ich gehe ja schon. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. Eieiei, Bukowski hat's eilig. Ja, Bukowski, unser neuer Partner. Und wir sind jetzt im Verkehrsdezernat. Das heißt, wir kriegen jetzt in die Fälle, die mit irgendwelchen Autos zu tun haben, gestohlenen Autos, was auch immer. Ja, Verkehrsdezernat halt. Dahin wurden wir jetzt befördert und arbeiten jetzt mit Stefan Bukowski. Sure. Near the old gasworks and signal depot in the warehouse. I'll direct. All units of 459 just occurred at 6th and Sarah's. Any unit to handle, code so, to identify. Tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so touchy. Grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Reno CS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa. Back home, here on the beat. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there on that. Draped in the flag. Knife between your teeth. Gun at the ready. Finished? The Emperor, Hirohito himself, leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of L.A. safe for the people. Jack, now I get it. Unfit for service. Fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zooter riot.
Sounds like you had it rough. I did my job. All units of 459 just occurred in 6th and Saris. Any unit to handle, code 2, identify. 11K, go ahead, KGPL. 11K, a 459 suspect just left 6th and Saris. Suspect is a male Caucasian, believed to still be in the area. Code 2. I'm a slow bleeder. Another 459. I hear that number way too often. Könnt ihr mal die Klappe halten, ich will hier ein bisschen was drüber sagen. Genau, es geht jetzt nämlich darum, das was wir hier gerade haben, sind sogenannte Straßenverbrechen. Davon gibt es 40 Stück, die immer wieder mal auftauchen. Und jetzt ist hier ein Straßenverbrechen aufgetaucht und wir können hier jetzt halten. Und dieses Straßenverbrechen, so eine kleine Nebenmission, einfach mal mit erledigen. Ich bin jetzt hingefahren, da kommt so ein Funkspruch rein und ja. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Ah, toll, der Kerl ist schon wieder am. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. Der Kerl ist schon wieder am Rumballern hier und den müssen wir jetzt kriegen. Alter, der ballert auf uns. Das heißt, der wird wahrscheinlich nicht aufhören. Einfach so. Hab ich dich. Zwei Schüsse in den Rücken machen die Cops ja sonst auch in den USA. Oder so. Ja, und da ist wieder der Gerichtsmediziner, den haben wir auch im ersten Fall gesehen. Der fährt hier jetzt einfach mal eine Runde ab. Tja. Wir hätten es auch schöner erledigen können, aber das wäre jetzt die schnelle Methode. Gut, ich konnte jetzt übrigens nicht allzu viel dazwischen labern vorhin, weil wir eine Menge an Dialogen haben und man hat immer wieder Dialoge während dem Fall. Es ist so krass, wie viele Dialoge zwischendrin sind und wie sich die Leute einfach unterhalten dabei und wie lebendig die Welt gestaltet ist dadurch. Also, was heißt die Welt? Man hat halt seinen Partner immer, mit dem man sich immer wieder unterhält über verschiedenste Themen, über den Fall, über was sonst auch immer, wie gerade eben auch über die Geschichte der beiden. Dass beide keine allzu einfache Zeit hatten. Deswegen kann ich auf den Autofahrten noch gar nicht so viel sagen, nur auf den längeren Fahrten. Und hier sind wir jetzt am Frachtdepot. Oder Güterbahnhof, besser gesagt. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stiff. Just give them your story and you'll be all right. Ja, da steigen die Detectives aus. Was ich vergessen habe zu erwähnen, natürlich aus dem neuen Dienstauto. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Ja, Stefan Bukowski ist echt okay, der Typ. Unser Partner hier im Verkehrsdezernat. Ja, und wir haben wieder die Untersuchungsmelodie. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Okay, dann schauen wir uns halt mal um. Nice day for it. So, Bukowski ist schon dabei. How long you gonna keep me here, sir? Genauso wie
der Typ, der hier die Fotos macht, und natürlich auch der Gerichtsmediziner, mit dem wir uns mal unterhalten könnten vielleicht. Detective Phelps, what have we got? A lot of blood for a blunt force injury. The victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Ah, im Kofferraum. Schauen wir mal im Kofferraum nach. Alter, das Auto sieht echt böse aus. Schauen wir mal kurz in den Kofferraum. Was haben wir hier? Schraubenschlüssel. Scheint nicht allzu viel zu machen. Und da haben wir einen Zettel. An Mr. Frank Morgan am 1.5.47. Ein lebendes Schlachtschwein. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Ein lebendes Schlachtschwein für 3,20. Das waren Preise damals, also 1947, da muss es echt Preise gehabt haben. $3,20 für ein ganzes Schwein. Ach, du ahnst es nicht, wie sieht denn das hier aus? Das Opfer hat viel Blut verloren, ich würde sagen, das Opfer ist im Arsch. Aber sowas von, Leute, schaut euch das mal an. So viel Blut kann auch keiner verlieren. So verspritzt und dann noch bei allem Leben sein, das geht doch gar nicht. Have you got a wide shot of the car and its surrounds? Listen, you know, I've never met, so I'm just gonna go ahead and say this once. If you don't tell me how to do my job, I won't tell you how to do yours. Mit denen können wir also auch reden. Wusste ich gar nicht. So, was haben wir hier? Eine Brille. Fiedemann? Ah, nö. Stenzel Glasses. Home repaired by the look of it. Da in der Mitte wurde ziemlich viel gefixt und das ist doch kein Fiedemann, sondern eine Stenzel. Okay. Gibt natürlich noch andere Brillenhersteller. Oder Verkäufer, Optikerhäuser, was auch immer. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Foto. Happier time, I guess. Das scheint also der Typ zu sein, der dieses Geldböse gehört und wahrscheinlich auch das Auto, Adrian Black. Mit Frau anscheinend. Und hier haben wir einen Führerschein. Ah, wirklich Adrian Black. Bunker Hill Avenue, Downtown. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Ja, 32 Jahre alt, verheiratet. Adrian Black. Was auch immer der Typ hier draußen macht. Meine Güte, da drin sieht's echt aus. Oh, da drüben ist noch so ein Kärtchen. Was haben wir denn hier in Rohr? Ah, Insta-Heat. Habe ich gerade noch gesehen, bevor ich es weggeklickt habe. Insta-Heat. Brandname might give us something to go on. Insta-Heat, das war doch in der allerersten Folge des Let's Plays ein Laster, der mir aufgefallen ist. Hat auch seine Gründe, was mir aufgefallen ist, das will ich jetzt aber nicht sagen. So, und soweit dürften wir jetzt den Zeugen befragen können. What now? Have word of the witness. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I call the police. Okay. Nate Wilkie, Zeuge am Tatort. Ja, okay, fangen wir doch mal an. Warum war der Kerl denn überhaupt hier? Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir ihm das nicht glauben sollten. Also würde ich sagen, er sagt die Wahrheit.
Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Okay. Kennt ihr denn diesen Adrian Black? Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Kann ich ihm auch durchaus nachvollziehen, wenn er es ja, zufällig vorbeikam? You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly, so it kind of stood out. Ah, okay, das Auto hat er schon mal gesehen. Inhalt des Geldbeutels. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Da scheint sich jetzt aber gar nicht mehr so sicher zu sein, wie der links rechts geguckt hat. Ach komm schon, Kleiner. Der Flug ist doch ein wenig, aber wir können ihm nichts beweisen, also ich würde sagen, wir zweifeln es einfach mal an. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Okay. Ein blutbeflecktes Rohr wurde gefunden. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Kann, ist durchaus nachvollziehbar, kann durchaus sein. Also würde ich sagen, wir glauben es ihm einfach mal. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Okay. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Okay, irgendjemand muss die Frau informieren, dass das hier vorgefallen ist. Das ist natürlich klar, ich meine, es sieht verdammt schlecht für Adrian Black aus jetzt. Sein Auto ist komplett voller Blut. Man kann nicht sagen, was mit ihm passiert ist, er wird anscheinend vermisst. Also Brieftasche ist hier, seine Brille ist hier, aber meine Güte, von ihm ist keine Spur. Dann nehmen wir den Wohnsitz mal als Zielort und fahren drüber. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. A couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? Play it by the book. No stiff yet, so let's see how it plays out. Ah, genau, so könnten wir nach hinten schauen. So, dann fahren wir einfach mal nach Bunker Hill hoch. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why would you just call her? Obviously, someone got a little heavy hand. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car, and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, though. Doesn't add up. So, wir haben noch ein Straßenverbrechen. Aber man hat sogar mal wieder so gesehen, so ein bisschen die. You read about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy is driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and he's on a rail crossing. Oh, you got it. He got his head under there checking the oil. The Southern Pacific freight slammed into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, folks. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, folks. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels hinky as hell.
What I wouldn't give to have your powers of intuition. Don't worry, kid. Keep watching the master and you'll get there one day. Ja, doch sehr interessant, wie sich die beiden über den Fall unterhalten. Und auch über andere Fälle, wie wir gerade gemerkt haben. Wo müssen wir denn hin? Das ist auch ziemlich weit weg, oder? Wo sind wir denn? Wir sind momentan hier. Okay. Also wir sind von da unten aus hier rüber gefahren. Okay, das war ein bisschen weit ab vom Schuss. Kommen wir schon nach Wiltshire wieder zurück. Das ist das Wiltshire-Revier. Wo wir vorher Dienst hatten. Da ist ein verstecktes Fahrzeug, auch die gibt's. Und hier haben wir das Zentralrevier, wo wir Montag Dienst tun. Da unten war der Tatort und da oben ist der Wohnsitz der Blacks. Wir müssen hier rüber. Ein Bandenkrieg, ach du Schande. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal nach, was es damit auf sich hat. Starting to think nobody would show. What have we got? The Third Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir. LAPD, drop your weapon! Alter. Habt ihr das gerade gehört? Das war eine automatische Waffe. Na komm. Da will ich doch noch irgendwas hämmern. So eine, da liegt noch Schweine. Da gibt man auch mal die große Waffe raus hier. Haha. Auch das geht, dass wir mal eben eine andere Waffe nehmen. Aber natürlich nicht mehr dabei. Wir haben normalerweise nur unsere Dienstpistole dabei. Car 11K calling KGPL. I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Code 4. Shots fired and suspects are down. Roger on the ambulance, 11K. All units be advised, code 4 on the major 415 on West 3rd Street. Suspects are down. Ja, dann fahren wir mal wieder zurück. Wer genau aufgepasst hat, dem wird auch aufgefallen sein, dass wir im Streifendienst den Wagen, die Wagennummer, Funknummer 14 Adam hatten. Und jetzt 11K. Oder 11 King. Also hier auch hier wechseln auf die Funknummern, was ein sehr interessantes Detail ist. Und wir fahren jetzt einfach noch durch das Los Angeles der 40er Jahre. Und schauen mal, wo es uns hin verschlägt. Gut, das wissen wir eigentlich schon. Denn wir haben hier als Ziel momentan den Wohnsitz von Adrian Black. Der ja anscheinend entführt wurde oder ermordet oder was auch immer. Man kann es nicht sagen, auf jeden Fall wurde sein Auto mit sehr viel Blut im Inneren gefunden. Und ich möchte jetzt nicht wissen, was dort passiert ist. Oder eigentlich müssen wir es herausfinden, also müssen, will ich schon wissen natürlich.